Dieses Wochenende bin ich auf dem Erlebnisbauernhof im Kanton Luzern in Meierskappel. Es hat hier auch einen Pool, den man benutzen darf, und das finde ich toll, muss ich sagen. Leider ist das Wetter heute nicht so gut zum in den Pool springen, aber das würde ich jetzt gerade machen, wenn es schönes Wetter wäre. Das finde ich toll. Da ist der Spielplatz für die Kinder. Der ist wirklich in einem Top-Zustand, muss ich sagen. Wandern kommt hier auch nicht zu kurz, das kann man hier auch machen. Da geht es zur Anmeldung, zur Rezeption. Es hat auch ein Restaurant und einen Hofladen. Das ist alles hier oben. Da ist der Hofladen, die Rezeption und das Restaurant. Die WC und Duschen, die befinden sich in einem alten Stall, und das finde ich jetzt doch außergewöhnlich. Aber das finde ich jetzt wirklich speziell. Diese Idee muss man zuerst kommen, dass man den Stall ausbaut für die Duschen, WCs. Und ja, finde ich jetzt wirklich super. Gute Idee. In diesem Holzhäuschen kann man noch die Chemietoilette auch entleeren und ja auch das Abwasser vorne ablassen. Ja, ich muss sagen, dieser Erlebnisbauernhof hat den Namen wirklich verdient. Ob für klein oder groß, hier gibt es für alle etwas zu entdecken. Das ist wirklich schön. Schaut euch den da hinten mal an, der ist am Schnarcheln wie ein Weltmeister. Und die Kleinen lassen sich nicht stören, die schlafen einfach weiter. Der Papa ist am Schnarcheln und die kleinen zwei, die schlafen seelenvergnügt. Ja, hallo? Ja, das ist nichts zum Essen. Du auch noch?
ist der Imker. Ja, ja. Oh. Schon gut, nicht machen. Das ist interessant. Hä? Das ist interessant. Sicher ist interessant. Das Bier ist interessant oder ein Mensch. Das kann auch streiten. Ja. Ja, ja. Das kann auch streiten sein. Machen Sie das schon lange? 40 Jahre. 40 Jahre? Ja. Oi. Ja, das ist sehr gut. Ja, ja. Und die stechen nie? Was heißt nie? Die Bienen. Doch, doch. Das schon. Aber dann ist vielleicht nicht die Biene schuld, sondern der Mensch. Ja. Ja. Oje, oje, oje. Hä? Ach. Du darfst ruhig näher kommen, wenn du willst. Das sieht toll aus. Ja, ja. Danke fürs Filmen, dass ich das aufnehmen durfte. Das darfst du, ja. Schon gut. Vielleicht sehe ich auch bei diesem Volk die Königin, oder? Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Gleichfalls, danke schön. Danke, tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die beobachtet mich aber ganz genau wegen ihrem Kleinen. Mein Wochenende auf dem Erlebnisbauernhof geht bald zu Ende. Es war wirklich spannend, erlebnisreich und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Man musste aber auch ein bisschen Geduld mitbringen, damit man die Tiere auch streicheln konnte, ihnen nahe kommen konnte und ja, das war jetzt auch spannend und wirklich interessant. Hat viel Spaß gemacht, aber jetzt ist mein Wochenende bald vorbei.
gehe wieder nach Hause und morgen muss ich wieder arbeiten. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!